Verzeihen Sie bitte. Ich suche den Sitzungssaal 1. Da müssen Sie den Beamten an der Pforte fragen. Entschuldigen Sie bitte, ich bin zum ersten Mal hier. Na los! Keine Bewegung. Hören Sie, Sieburg! Schnauze! Oder ich drück sofort ab! Tag, Erich. Tag, Walter. Hast du eine Verhandlung heute? Ich? Ja, natürlich. Bei wem? Dr. Rohn. Ist der nicht gut? Mir? Doch. Warum? Siehst so blass aus. Naja, kann mal vorkommen. Nein, ist alles in Ordnung. Musst du nicht raus hier? Ich? Nein, ich fahre noch einen Stock höher. Hören Sie, Sieburg! Wir steigen im letzten aus. Wo haben Sie die Pistole her? Schnauze! Ich erschieße Sie, wenn Sie nicht tun, was ich sage. Was soll ich tun? Ausstellen! Sie machen sich unglücklich, Sieburg! Schnauze! Schließen Sie auf. Das tue ich nicht. Wo ist der Schlüssel? Sind Sie doch vernünftig, Sieburg. Geben Sie mir die Pistole. Wir gehen dann runter. Ich schwöre Ihnen, die Sache bleibt unter uns. Umdrehen. Los! Was ist denn los? Etwas passt. Haben Sie den Schlüssel? Was denn für den Schlüssel? Den Schlüssel aus seiner linken Rocktasche. Los! Aufschließen. Was? Das habe ich noch nie gemacht. Wird schon gehen. Los! Rechtes Handgelenk. Abschließen. Geben Sie mir den Schlüssel. Thank you.
absolut verrückte Geschichte. Da wird ein Mann befreit auf halsbrecherische Weise, mit Hilfe von Komplizen, die offenbar kein Risiko gescheut haben. Und dann wird dieser Mann tot aufgefunden. An der Isar. Erschossen. Wahrscheinlich aus einem Wagen heraus. Wieso aus einem Wagen heraus? Es gibt Zeugen, Stefan, die einen Wagen mit hoher Geschwindigkeit haben wegfahren sehen. Ist die Pistole gefunden worden? Wieso? Siebock muss eine bei sich gehabt haben. Ach so, die? Nein. Also bis jetzt nicht. Die Frage ist, wer hat Siebock geholfen zu flüchten? Und waren das dieselben Leute, die ihn dann erschossen haben? Wegen was standen Siebock vor Gericht? Wegen Autodiebstahl, weiter nichts. Wenn man denen doch mal klar machen könnte, dass man Kaffee am besten mit Kaffee macht, kann ich die Akten mal sehen? Ja. Siebock wurde wegen Stillfahrts angehalten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dem gehörte der Wagen gar nicht. Der gab sofort zu, den Wagen gestohlen zu haben. Und jetzt kommt das Merkwürdige. Der Wagen hat eine italienische Nummer, aber der Besitzer ist nicht auffindbar. Aber ihr wisst seinen Namen? Ja, ein gewisser Dr. Pinaldi. Wohnt in der Nähe von Portofino. Hier sind die Antworten auf unsere Fragen. Italienisch allerdings. Kannst du nicht? Pinaldi heißt er, hm? Jedenfalls steht drin, dass Dr. Pinaldi eine Urlaubsreise nach Deutschland angetreten hat und bis jetzt nicht zurückgekehrt ist. Wie lange ist das her? 3 Monate. Die letzte Ansichtskarte kam aus einem Hotel in Murnau. Ja, da hat er vor 3 Monaten gewohnt, ungefähr 8 Tage lang. Dann ist er mit unbekanntem Ziel abgerückt. Mit seinem Wagen? Mit seinem Wagen, in dem am selben Tag Siebock angehalten wurde. Wo sagt Siebock, dass er den Wagen gestohlen hat? Auf einem Parkplatz bei Weilheim. Das Gepäck von Pinaldi war im Wagen? Nein, das fehlte. Siebock beschwört, dass kein Gepäck im Wagen gewesen war. Sehr gut. Die Sache stinkt zum Himmel, das ist sehr gut daran. Siebock wurde entführt, weil er das nicht sagen sollte, was er bis dahin ohnehin verschwiegen hat. Und damit er sogar gar keinen Umständen sagt, hat man es für am besten gehalten, ihn gleich zu erschießen. Du, ich wollte den Kaffee gar nicht mehr. Gibt's ein Foto von Siebock? Ja, habe ich da. Hier ist es. Kennen wir den nicht? Ja, irgendwie kommt mir der auch bekannt vor. Moment, da klingelt's doch. Naja, den haben wir doch schon mal hier vernommen. Windeck. Das war die Mordsache Windeck. Richtig, da hat er jemandem ein Alibi gegeben. Gegen Bezahlung nehme ich an, Vorstrafe. Siebock ist Berufsverbrecher. Autodiebstahl ist nicht dabei. Ja, ich erinnere mich sehr gut an Dr. Pinaldi. Ein reizender Mann. Gast, wie man ihn sich wünscht. Haben Sie sich mit ihm unterhalten? Sprach er Deutsch? Na, kaum. Haben Sie eine Ahnung, was er hier wollte? Ein paar Tage Urlaub machen. Haben Sie das gehört? Urlaub, hat er das gesagt? Ja, er sagte Vakanze. Vakanze? Ari, natürlich. Haben Sie den Eindruck, dass er was Besonderes hier wollte? Sich mit irgendwelchen Leuten getroffen oder geredet? Nein, er war immer allein. Hat er telefoniert oder wurde er angerufen? Ach, das weiß ich. Sie haben doch sicher so einen Durchschlag von Ihrer Telefonrechnung, sei es von seiner, meine ich. Ja, das müsste hier sein. Ja. Darf ich bitten? Ja, hier ist es. Ja, er hat telefoniert. Ja, wie hoch ist denn der Betrag? 264 Mark. Aha. Er hat sehr oft telefoniert. Ja, oder sehr lange. Kann man das feststellen? Nein, das kann man nicht. Man kann auch nicht feststellen, mit welcher Nummer er telefoniert hat. Nein. Ja, was hat er denn so tagsüber gemacht? Boah, er ist herumgefahren, aber nicht so oft. Hat manchmal den ganzen Tag draußen auf der Terrasse verbracht. Mhm. Hatten Sie den Eindruck, dass er sich hier in der Gegend auskannte? Nein, sie war ganz fremd für ihn. Er war hier noch nie gewesen. Ich hatte überhaupt den Eindruck, dass er, ja, wie soll ich sagen, etwas krank und hilflos war. Ja, dass sie mir nach dem Weg gefragt, wie er fahren muss. Mensch, fragt er das schon, aber verstanden habe ich nichts. Ja, hat er nicht gesagt, wo er hin wollte? Ja, wenn ich das wüsste. Erstens interessiert es mich nicht und dann bricht das auf einmal so geschürt. Und zweitens, ihr nichts Palabra Italiener. Versteht's? Ja, verstehe schon. Ja. Du, die Richtung ist ja nass, ja. Zum Wald hin. Wo geht's denn da hin? Nach Altmühl, Neuried und Gut Riesbeck. Weiter ist da nichts. Mensch, auch nicht.
Na, danke schön. Na, Tür, du Rechte. Fahr mal ums Haus rum. Ja, was wollen wir denn da? Mal fragen. Das ist eine Wirtschaft. Oder es war mal eine. Wahrscheinlich nur am Wochenende geöffnet. Ne? Hallo? Grüß Gott. Seien Sie wird da draußen nicht bedient? Warten Sie einen Moment, ich komme gleich. Ja, was schauen Sie denn so? Waschen Sie sich nie die Füße? Ungern. Sind Sie allein? Ach so, nein, wir sind zu zweit. Kommen Sie aus München? Ja. Ja, zum Essen gibt's trotzdem nichts. Meine Leute sind heute nicht da. Wollen Sie ein Bier trinken? Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, dann müssen Sie aber nach vorn kommen. Im Stall gibt's nichts. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Wo wollen Sie sich denn hinsetzen? Ja, hier am besten. Ne? Mhm. Haben Sie sich verirrt? Ja, ein bisschen schon. Wohin geht's denn da weiter? Ah, nur zum Gut. Waren Sie vor 3 Monaten auch schon hier? Ich bin hier geboren. Leben Sie mit Ihren Eltern zusammen? Nein, mit meinem Onkel und meiner Tante. Ich bin die billigste Arbeitskraft in 100 Kilometer Umkreis. Haben Sie hier mal einen Italiener bewirtet? Vor 3 Monaten so ungefähr. Ein Italiener? Ja, ja, so etwa zwischen 60 und 70 Jahre alt. Hat ein Auto bei sich mit einer italienischen Nummer. Ein Italiener? Bei uns? Nein, solcher war nicht hier. Oder hast du gesagt, dass du einen solchen Mann hier gesehen hast? Sie haben mich doch gerade erst gefragt. Natürlich kommt zu uns Italiener, Gastarbeiter. Aber ein älterer Mann, so zwischen 60 und 70, war nicht dabei. Nein. Warum fragen Sie nach einem solchen Mann? Ja, warum? Naja, wir sind von der Kriminalpolizei. Fragt man halt ein bisschen. Was? Ja, es wird jemand vermisst und ist nicht auffindbar. Der Italiener, von dem Sie sprechen? Ja, genau, genau. Tja, wie gesagt, so ein Mann war nicht hier. Geh in die Küche. Warum ist denn da nicht aufgeräumt? Weil ich bis jetzt mit den Kühen zu tun gehabt habe. Dann geh jetzt. Haben Sie da Landwirtschaft dabei? Das sehen Sie doch. Nicht sehr groß, Sie ernähren einen kaum. Wir sind auf die paar Pfennige angewiesen, die wir an dem Bier verdienen. Arbeiter haben Sie keine? Nicht einen. Zeige mal das Foto, Harry. Kennen Sie den Mann? Der sieht aber jünger aus. Ist ja auch nicht der Italiener. Ja, ich kenne ihn jedenfalls nicht. Tut mir leid. Na, das macht nichts, war nur eine Frage. Na komm, trink unser Bier aus. Ihr Onkel hat uns gerade unterbrochen, als Sie mir eine Frage beantworten wollten. Ich habe so einen Italiener nie gesehen. Aber ich würde mal auf dem Gut nachfragen. Ja, wieso dort? Wir fahren doch auch manchmal Autos vorbei. Und Sie erinnern sich an einen Wagen mit italienischer Nummer? Schon möglich. Es wäre aber gut, wenn Sie sich genau erinnern würden. Was habe ich davon, wenn ich mich daran erinnere? Ja, wie? Was wollen Sie davon haben? Prügel kriege ich. Und nicht ausgehen lassen Sie mich am Samstag. Mein Onkel kommt los, verschwinden's! Musik.
Ja, wir kommen aus München. Wir sind von der Kriminalpolizei. Von der Kriminalpolizei? Wen wollen Sie sprechen? Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin Margot Parengel. Im Gürtel dieses Paradies hier. Mein Vater. Das ist Theo Kremp, der Guten Sohn Tag. Unseres Verwalters. Tag. Hol mal deinen Vater. Sag, die Polizei sei hier. In Ordnung. Ist jemand zu schnell gefahren? Nein, sie sagt ja Kriminalpolizei. Ja, ja, ja. Nee, es wird ein Mann vermisst. Italiener, etwa 60. Heißt Dr. Pinaldi. Was heißt vermisst? Der hat 8 Tage lang in einem Hotel in Mona gewohnt und müsste auch hier in der Gegend gewesen sein. Wann soll denn das gewesen sein? Ja, das ist schon 3 Monate ist das schon her. Können Sie was dazu sagen? Nein, weil, wissen Sie, ich bin hier nur zum Wochenende. Die übrige Zeit in einem Internat. Was ist hier los? Die Kriminalpolizei ist da? Ja, sie suchen einen Mann. Ein Italiener, der verschwunden ist. Glauben Sie, dass man den Mann umgebracht hat? Der Mann ist umgebracht? Was für ein Mann? Gehen wir doch ins Haus. Nimmst du Harry mit? Marie. Ja. Harry soll er mitnehmen, mein Pferd. Ach so. Komm. Na komm, Harry, komm. Na komm. Nein, hier ist nie ein Italiener gewesen. Ich kann mich auch nicht an einen Wagen mit italienischer Nummer erinnern. Und außerdem, was sollte der Mann hier gewollt haben? Ja, aber Herr Kremp, Sie sind ja nicht immer da. Ich bin dafür, dass wir alle zusammenrufen. Ich kann die Leute doch nicht jetzt von der Arbeit wegholen. Ja, aber vielleicht ist ein Verbrechen verübt worden. Und wir können mithelfen, das aufzuklären. Wo ist ein Verbrechen verübt worden? Ist doch lächerlich. Der Mann ist verschwunden. Das ist alles. Reicht Ihnen das nicht? Bitte, kommen Sie. Wir haben meinen Vater noch gar nicht gefragt. Vielleicht weiß er etwas. Entschuldige, wenn ich störe, aber Polizei ist hier. Die Polizei? Kriminalpolizei aus München. Sie sind hinter einem Mörder her. Was für ein Mörder? Kommen Sie herein? Ja, danke. Das ist mein Vater. Guten Tag, mein Name ist Derek. Parengel. Grüß Gott, Klein. Parengel. Ein Italiener ist verschwunden. Er soll hier irgendwo umgebracht worden sein. Nein, nein, das haben wir nicht gesagt. Aber für mich hat er sich so angehört. Dürfen die Herren Platz nehmen? Ja, bitte. Danke. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Auch diesen Mann kenne ich nicht. Bitte, meine Herren. Dieser Dr. Pinaldi, von wo kommt er? Aus der Nähe von Portofino. Ist er verheiratet? Nein, nein, er ist nicht verheiratet. Hat er Kinder? Ja, nicht mal das. Danke. Gibt es niemanden, der weiß, warum Dr. Pinaldi nach Deutschland gefahren ist? Ja, das war nicht rauszukriegen. Ja, aber vor 3 Monaten hatten wir ganz schlechtes Wetter. Ja, nicht wahr? Es war gar kein Urlaubswetter. Jedenfalls nichts für Italiener. Worauf willst du hinaus? Begreifst du denn nicht? Der Mann muss hier irgendetwas gewollt haben. Willst du es nicht der Polizei überlassen, das herauszubekommen? Ja, entschuldige. Ich stelle mir immer gleich die unmöglichsten Geschichten vor. Interessantes Mädchen, was? Ja, also ich muss dir sagen, ich fahre hier ungern weg. Ja, ich auch, aber hier waren wir sicher nicht zum letzten Mal. Parengel. Ah, Sie meinen den Herrn Parengel von Gut Respekt? Ja, den meine ich. Erzählen Sie mir ein bisschen über ihn. Ja, der Mann ist eine ganz große Nummer hier bei uns im Landkreis. Ja. Den kennt jedes Kind. Der, glaube ich, ist Ritter vom Heiligen Stuhl oder sowas. Ui, der hat einen guten Leumund. Na, was heißt hier gut? Den allerbesten, den Sie sich denken können. Wollen Sie auch einmal schnupfen? Was? Das habe ich noch nie gemacht. Ja, probieren Sie es halt einmal. Ja, warum nicht? Er hat eine Tochter, was? Ja, die Margot. Hübsches Mädel. Sehr sportlich. Die reitet sehr gut, gell? Na, die müssen erst einmal Tennis spielen sehen. Und was ist mit der Mutter? Ja, aufziehen müssen sie, nicht niesen. Ja, die Mutter ist tot. Das ist eine tragische Geschichte. Die ist ertrunken im Mittelmeer. Im Mittelmeer? Ja, Herr von Parengel hatte eine Segeljacht und bei einer Fahrt ist seine Frau über Bord gegangen und ertrunken. Herr Parengel hat sofort nach ihr gesucht, aber sie nicht mehr gefunden. Am helllichten Tag? Ja, ich weiß nicht. Warum? Wo lag denn die Segeljacht? Ist das interessant für Sie? Wo lag die?
In Genua, glaube ich. Mhm. Ganz genau weiß ich es. Wann ist der Unfall passiert? Vor 5 Jahren oder 6, da müsste ich nachsehen. Kurz bevor man zum... Hochziehen, nicht niesen. Kurz bevor man zum Gut kommt, da gibt's doch einen Bauernhof. Ja, den Bachlerhof. Über den Mann, da könnte ich Ihnen mehr sagen. Da wissen wir Bescheid, der hat schon seinen ganzen Hof an das Gut verpfändet. Vorstrafen? Ja, immer nur eine Sache, Wildtieberei, er kann's einfach nicht lassen. Wo hat er gesessen? In Stadelheim. Wo? Ja, das geht nicht so schnell. Da müssen Sie schon noch ein bisschen warten. Der nächste dabei. Und pressieren wir es die nicht. Wir haben so wie eilig. Ich begreife nicht, dass wir hier anderen Rhythmus haben bei den Lebenslänglichen. Und bei denen geht alles zum Sekunden. Aber was ist es? Was ist das so gut? Ja, das ist er. Bachler Johannes. Bachler Johannes. Ja, da schau her. Das ist ja Wilderer. Ich hab nichts gegen die Leute. Die haben ja ein schönes Leben, gell? Hallo? Ich hab jetzt den Mann. Bachler Johannes. Eine was? Eine Verbindung mit Sieburg? Na, da brauch ich nicht nachschauen. Die waren ja beieinander in einer Zahl. Jetzt nährst du schon wieder. Sieht aber nicht nach freundlicher Begrüßung aus, hä? Heute wird nichts mehr ausgeschenkt, das Lokal ist geschlossen. Guten Abend, Herr Bachler. Wir wollen gar nichts trinken. Ich wollte Ihnen noch mal das Foto zeigen. Das haben Sie mir doch schon gezeigt. Ah ja, und Sie haben gesagt, Sie kennen den Mann nicht, obwohl Sie ein Jahr mit ihm in einer Zelle gesessen haben. Ja, jetzt erkenne ich ihn. Das Foto ist nicht sehr gut. Ja, es war ja auch bloß ein Polizeifotograf. Warum zeigen Sie mir das Bild? Wann haben Sie in Sieburg das letzte Mal gesehen? Sieburg? Ja, wissen Sie das nicht? Ich habe in Stadelheim etwas gelernt. Nicht so schnell zu antworten. Lassen Sie sich doch Zeit. Sieburg. Ja, ungefähr vor einem Jahr und das auch ganz zufällig in München. Ja, hier war er nie. Also nie. Ja, würden Sie darüber eine eidesstattliche Erklärung abgeben? Verlangen Sie die. Wer bringt Sie das in Verlegenheit? Keinesfalls. Aber um eine eidesstattliche Erklärung mir abzuverlangen, braucht es Gründe. Haben Sie in Stadelheim gelernt, was? Guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend, grüß Gott. Ich wollte dich fragen, ob ich jetzt gehen kann. Was fragst du mich? Ich hab dir erlaubt zu gehen, also geh. Um 12 bist du wieder da! Ja! Es würde mich interessieren, um was es geht. Was ist denn passiert, dass Sie mich nach Sieburg gefragt haben? Er ist ermordet worden. Ach so. Ich bin nie sein Freund gewesen, aber jetzt ist er tot. Und er tut mir leid. Und dass Sieburg im Besitz eines Wagens war, der einem Italiener gehörte, der hier ganz in der Nähe in einem Hotel gewohnt hat und der nachweislich diesen Weg auch öfter gefahren ist, das können Sie mir nicht erklären. Nein, das kann ich nicht. Nur zugeben, was man zugeben muss. Auch das haben Sie in Stadelheim gelernt. Na gut. Dann lassen wir es mal drauf ankommen. Nach der Bachler.
Luise soll sofort zurückkommen. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Luise soll sofort zurückkommen. Himmel, hör Gott noch mal, ich hab dir gesagt, Luise soll zurückkommen. Eieiei, da ist ja was los. Hübsche Mädchen, Harry. Ja, geh, dem Alten sind es doch alle hübsch. Geh, kleiner Expertengeplauder. Ich kann sie nicht sehen. Da hinten ist sie. Na komm, spann sie dem Jungen mal aus. Das ist bei uns hier nicht ungefähr. Das ist nirgendwo ungefähr. Na komm. Ihr Onkel hat nun diesen Mann doch erkannt. War mit ihm in einer Zelle. Das interessiert mich nicht. Sieburg heißt er. Sie sind ja ganz aus dem Fort. Sieburg muss Ihren Onkel noch mal besucht haben. Was sagt er denn? Nee, er sagt, er hat ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Jetzt ist ja ganz aus dem Pack. Schert sich ja. Komm sofort nach Hause. Los, komm. Was hat er dich gefragt und was hast du geantwortet? Du fragst drum. Guten Abend. Guten Abend. Na, wollen Sie ein bisschen tanzen? Ja. Nein. Aha. Sie dachten, Sie würden Luise Bachler hier treffen und könnten mit ihr über den Italiener reden, ne? Morgen ist Sonntag. Glauben Sie, dass Ihr Vater ein bisschen Zeit für mich hat? Ja, warum nicht? Kommen Sie da. Ja. Ist fein, danke. Guten Abend. Nein. Magst du? Nein, danke. Aber ich? Dann. Das ist klasse, ist das. Morgen! 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 Schon wieder hier? Und du eigentlich? Hat man Ihre Fragen nicht alle wunschgemäß beantwortet? Bitte kommen Sie. Mein Vater erwartet Sie. Danke. Dein Vater? Was wollen Sie denn von Herrn von Parengel? Hat der Sie überhaupt gebeten zu kommen? Nein, hat er nicht. Aber heute ist doch Sonntag. Jawohl. Ich habe ein paar private Fragen an Sie, Herr von Parengel. Sie besaßen noch eine Segeljacht, nicht wahr? Ja. Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe sie nicht mehr. Ich habe sie verkauft. Nach dem Tode Ihrer Frau vor 5 Jahren? Ja. Ja, Sie, geh hinaus, bitte. Ich möchte bleiben, Vater. Ich kann darüber nicht reden, wenn du dabei bist. Warum nicht? Bitte. Nein. Ich habe nie etwas darüber gehört. Nicht von dir. Ich habe nur gelesen, was die Zeitungen geschrieben haben. Warum darf ich es nicht von dir hören? Waren Sie damals mit Ihrer Frau allein an Bord? Ja. Und wie geschah der Unfall? Ich schlief und sie war am Ruder. Ihre Frau konnte segeln.
So gut wie ich selber. Wieso schliefen Sie? Wir hatten die Nacht vorher gefeiert. Ach. Ich hatte mich hingelegt. Seegang und Windstärke? 4-5 Beaufort. Ich lag in der Kabine und merkte plötzlich, dass das Schiff aus dem Ruder ging. Ich sah nach und sie war nicht mehr da. Ich habe gewendet, gekreuzt, Rotlicht geschossen, Funksprüche abgesetzt. Es war vergeblich. Und der Unfall hat sich nahe der Küste ereignet? Ja. Nicht ganz nahe, aber... Vor Portofino? Ja. Ja, aber der Italiener, nach dem Sie suchen? Ja, der stammt aus einem kleinen Ort in der Nähe von Portofino. Du kennst diesen Mann, wie heißt er? Dr. Pinaldi. Du kennst ihn nicht vielleicht doch? Wieso kommst du darauf? Dr. Pinaldi, ist der Mann Arzt? Ja, das ist er. Vielleicht hast du mit einem Arzt zu tun gehabt. Nein, das habe ich nicht. Ja, aber es ist doch merkwürdig, Vater, dass ein Mann bei uns gesehen wurde, der aus Portofino kommt. Warum kümmerst du dich darum? Warum? Warum engagierst du dich so? Kremp soll kommen. Warum ist Kremp nicht hier? Warum soll denn Kremp? Keine Antwort ohne Kremp! Entschuldigen Sie. Die Sache nimmt mich immer noch mit. Entschuldigen Sie. Ich kann nicht. Dieser Krempe. Unser Verwalter. Wissen Sie, er macht alles hier. Mhm. Mein Vater tut nichts ohne ihn. Ich möchte Sie jetzt fragen, was Sie Ihr Vater gefragt hat. Warum engagieren Sie sich so in der Sache? Na, kommen Sie, sagen Sie es. Es war vor 3 Monaten. Ich war im Internat. Da ist eine Freundin auf mich zugekommen und hat gesagt, es stünde jemand am Zaun. Ein Mann, wahrscheinlich ein Italiener. Er hat einen Wagen mit italienischer Nummer. Und er hat sie gefragt, ob sie ihm zeigen kann, wer Margot von Parenge ist. Und ich bin hinausgegangen und sah hinter dem Gitter einen Mann stehen. Den hatte ich vorher nie gesehen. Grauhaarig, über 60, er sah irgendwie krank aus. Er hat mich nur stumm angesehen und sich erst gar nicht gerührt. Signorina Parenke? Ja, wer sind Sie? Scusatemi, desideravo parlarvi, perché voi parlate italiano? Sì, un poco. Ecco, io... Io ho conosciuto vostra madre. Meine Mutter? Sì. Warten Sie, ich komme raus. Gestiegen und weggefahren. Und ich habe ihn nie wieder gesehen. Haben Sie Ihrem Vater von dieser Begegnung erzählt? Ja. Er sagte, er sei selber ganz verwundet und könne sich das nicht erklären, aber er war wie verstört und ging sofort hinaus und fragte, wo Kremp sei. Das war vor 3 Monaten. Und jetzt kommen Sie plötzlich und fragen nach einem Italiener, den man auf unserer Straße gesehen habe. Da wusste ich, dass mein Vater mir nicht die Wahrheit gesagt hatte. Und dass es sich um eine Sache handelt, die meine Mutter betrifft. Gibt es ein Bild von Ihrer Mutter?
verzeihen Sie, ich störe nicht gern. Sie haben sicher etwas zu besprechen. Wir sind gerade fertig, Schlechti. Der Mann leiht sich unsere Maschinen aus. Ist ein armer Kerl, der ist nichts und hat nichts. Und Sie? Was wollen Sie von mir? Was wollte Dr. Pinaldi von Ihnen? Den Italiener kriegen Sie nicht aus dem Kopf. Na, er war im Internat, hat mit Mario von Parenge gesprochen. Also wird er auch hier gewesen sein. Was wollte der Mann? Hier war kein Dr. Pinaldi, Herrn Speck. Oh doch, der war hier. Und zwar in einer Sache, die mit Frau von Parenge zu tun hat. Sie haben eine Menge Fantasie. Und Erfahrung, ja. Das bringt mein Beruf so mit sich. Wie mal was sagen. Sie hätten ganz anders reagieren können. Dr. Pinaldi. Ja, ja, das ist doch der Italiener. Der war mal hier, vor 3 Monaten. Herr von Parenge kennt ihn, irgendwo aus Italien. Er hat nämlich eine Yacht da. Und Herr von Parenge hätte sagen können, natürlich kenne ich Dr. Pinaldi. Ja, den habe ich mal kennengelernt. In Portofino. Was ist mit dem Mann? Was? Der wird vermisst? Ja, im Himmels Willen, was kann da passiert sein? Sehen Sie? Das wäre bedeutend besser gewesen. Und da Sie es nicht getan haben, da gibt es nun plötzlich Widersprüche, die Sie mir nicht erklären können. Jetzt stinkt das hier. Nach Verbrechen. Sie sind ja verrückt. Es wird Ihnen nicht gelingen, dafür den Beweis anzutreten. Wollen Sie? Danke. Danke ja oder danke nein? Danke nein. Gesundheit, Herr Inspektor. Papa? Lässt niemanden rein. Herr von Parenge, hier ist Derek. Machen Sie auf. Bitte machen Sie auf, Herr von Parenge. Hören Sie, ich gehe hier nicht weg. Ich bleibe so lange vor Ihrer Tür, bis Sie aufmachen. Ich hole mir einen Stuhl hier. Auf dem bleibe ich sitzen, wenn es 3 Tage und 3 Nächte dauert, bis Sie die Tür aufmachen. Aber so lange wird es nicht dauern. So, jetzt ist aber Schluss. Machen Sie endlich den Mund auf. Sie sind gestern von Ihrem Onkel geschlagen worden. Warum? Das haben Sie doch gar nicht nötig, Mädchen wie Sie. Also reden Sie schon. Ich kenne diesen Mann. Na also? Er war öfter bei uns. Vor 3 Monaten war es. Da ist Sieburg hereingekommen. Ich habe gesagt, mein Onkel ist nicht da. Er ist schon seit 2 Stunden weg. Und ich weiß nicht, wo er ist und wann er zurückkommt. Da habe ich einen Wagen draußen gehört. Er hat mich gleich hinausgeschickt. Aber ich habe gesehen, wie Sieburg in den Wagen gestiegen ist und damit weggefahren ist. Ja? Das habe ich gesehen. Mein Onkel hat zu mir gesagt, schlag dich tot, wenn du jemals sagst, was du gesehen hast. Nachdem er schon dabei ist, mich totzuschlagen, kann ich doch wohl auch sagen, was ich gesehen habe. Hat er denn irgendwas über den Wagen gesagt? Woher kam der Wagen? Er hatte schlammige Räder. Schwarzer Schlamm. Und den gibt's nur im Ried. Ja, ich habe verstanden, Harry.
Den Wagen des Italieners hatte Bachler. Er gab ihn Sieburg, der fuhr damit nach München. Was sagst du? Wo kam der Wagen her? Aus dem Ried. Was ist denn das? Aus Moor. Warum sagst du es nicht gleich? Alarmier die Polizei. Ja, auch München. Wir brauchen Verstärkung. Nein, nein. Ich bleibe hier. Ja, gut. Ende. Wollen Sie mich jetzt doch die Tür aufmachen, Herr von Paringe? Und mit mir über Dr. Pridaldi reden? Wie Sie wollen. Ich sitze vor Ihrer Tür, bis Sie aufmachen. Papa, mach doch keinen Unsinn. Was soll der Quatsch hier? Soeben wird nach der Leiche von Dr. Pinaldi gesucht. Herr Bachler, Sie können jederzeit ein Geständnis ablegen. Was soll der Blödsinn? Ich sehe nur, dass Sie da einen Koffer gefunden haben. Koffer gehört Pinaldi. Na, wenn's schon. Was hast du denn gesagt? Nichts habe ich gesagt, gar nichts. Ist vielleicht ein Dummkopf. Ja, er hat mir die ganze Sache erzählt. Er hat einen herrenlosen Wagen gefunden hier. Und der Schindschlüssel, der steckte noch. Und vom Besitzer war weit und breit nichts zu sehen. Dann den Wagen mitgenommen und seinen Freund Sieburg. Der ist dann damit losgefahren. Das ist bestenfalls Diebstahl, sonst weiter nichts. Warum sagst du das nicht? Herr von Parente! Dr. Pridaldi ist gefunden worden. Im Moor. Soll ich Ihnen den Toten hierher bringen? Kommen Sie rein. Haben Sie das Bild von meiner Frau gesehen? Ja. Das Bild ist nicht sehr gut, aber... Sie war sehr hübsch. Das können Sie mir glauben. Ich habe sie sehr geliebt. Aber sie machte, was sie wollte. Und mit wem sie wollte. Es war die reine Hölle. Und ein Leben, dass ich nicht mehr mitzumachen in der Lage war. Ich konnte es vor meinem Gewissen und vor meiner Ehre nicht mehr verantworten. Und während einer Segeltour draußen vor Portofino fiel sie über Bord. Der Großbaum hatte sie ins Wasser gestoßen. Ich weiß heute nicht mehr, ob ich ungeschickt manövriert habe oder ob es meine Absicht war. Das hat sich verwischt. Aber
als sie im Wasser lag, konnte ich nicht mehr zurück. Wie unter Zwang bin ich mit dem Boot immer wieder über sie drüber gefahren. Tutte le mie condoglianze. Ich hatte schon gleich nach meiner Rückkehr meine Frau als vermisst gemeldet und zu Protokoll gegeben, dass ich in der Kajüte geschlafen hatte, während meine Frau das Ruder hielt. Auch sie muss eingeschlafen und bei einem Windwechsel über Bord gegangen sein. Die Carabinieres hatten keine Zweifel an meiner Aussage. Aber draußen wartete Dr. Pinaldi. Tutto bene, signor von Parenti. Er begrüßte mich freundlich und gratulierte mir, dass ich ein freier Mann sei. Er sagte, er hätte sich schon Sorgen gemacht, dass die Verletzungen meiner Frau die Polizei misstrauisch machen würden. Sein Obduktionsbericht sei sehr objektiv gewesen. Aber er fragte mich, wie ich denn mir selber die fürchterlichen Verletzungen meiner Frau erklären könnte. Er könne jederzeit eine Neuuntersuchung beantragen, aber das sei für mich sehr unangenehm, denn ich wollte doch nach Hause. Ich verstand und gab ihm eine größere Summe. Sehr viel Geld. Una nuova inchiesta. Non si preoccupi. So benissimo che lei non vuole seccature e desidera solamente tornare a casa sua. Non è così? Ja. Und dann stand er nach 5 Jahren plötzlich wieder vor mir. Vielmehr, er saß. Stehen konnte er kaum noch. Natürlich wollte er Geld von ihm. Mehr Geld. Im Gegenteil. Sie werden es kaum glauben. Er wollte, dass ich mein Geld zurücknehme. Er sagte, er sei schwer krank, hätte nur noch kurze Zeit zu leben. Er habe gebeichtet und sein Priester habe ihm aufgetragen, er solle dafür sorgen, dass ich mich der Polizei stelle. Ich solle ihm seinen Frieden geben und in Ruhe sterben lassen. Se anche voi non vi costituite all'ufficio di polizia, mettetevi in pace anche voi con Dio, signor Parenti. Io ormai non ne ho per molto tempo. Lasciatemi.
Lasciatemi morire con la coscienza tranquilla. Lo farete, vero, signor Parenchi? Lo farete? Ja, so war's. Und wie haben Sie auf diese erschütternde Bitte reagiert? Ich bin zu Kremp gegangen. Kremp war der einzige Mensch, dem ich mich anvertrauen konnte. Er war im Krieg lange Jahre mein Bursch. Ich war Oberst im Generalstab. Er war bis zum letzten Kriegstag bei mir. Er war mir immer vollkommen ergeben. Und er hatte Sie seitdem in der Hand? Ja. Aber er hat es mich nie merken lassen. Und als Dr. Pinaldi jetzt kam, sagte er zu mir, kümmern Sie sich um nichts. Überlassen Sie mir den Italiener. Und das haben Sie getan? Jawohl. Packen Sie ein paar Sachen zusammen. Halb ihn auf, Harry. Bleib du bei Parenge. Ich knöpfe den Butler vor. Was wollte ich denn machen? Ich war doch abhängig vom Gut. Kremp konnte mich jederzeit herausschmeißen. Dann wäre ich wieder im Gefängnis gelandet. Ohne Kremp kann ich mich aufhängen. Und was hat er von Ihnen verlangt? Er sagte, dieser Italiener, ja, könnt ihr uns alle fertig machen. Zuerst den Oberst, dann ihn und damit auch mich. Was sollte ich denn machen? Was Kremp verlangte, Sie haben den Italiener erschossen. So, und jetzt weiter. Sie mussten den Wagen verschwinden lassen. Das besorgte Sibo. Wieso war der hier? Zu Besuch. Er hatte gerade kein Quartier. Ich sagte zu ihm, lass diesen Wagen verschwinden, fahr ihn nach München. Stell ihn irgendwo hin, aber nur hier muss er weg. Sie fuhr also den Wagen nach München, kam in eine Kontrolle. Ja. Wusste er Bescheid, war er eingeweiht? Nein. Aus dem Untersuchungsgefängnis schickte er mir einen Kassiber. Was ist denn eigentlich los, Rieber? Wenn ich nicht durchkomme mit meiner Geschichte, dann muss ich sagen, woher ich den Wagen habe. Kein gefunden? Keine Spur. Oh Gott. So, und jetzt weiter. Sie sind sofort zu Kemp gegangen. Ja. Und der sagte, wir holen ihn raus. Ja, weil uns sonst hätte hochgehen lassen. Nicht schreien. Sieburg bekam also eine Nachricht nach Stadelein. Ja, die Pistole hat dem Kremp zugespielt. Und wer saß im Wagen? Menschenskind. Wer saß im Wagen? Wer hat diesen völlig sinnlosen Mord an Sieburg begangen? Kremp selbst? Jawohl, ich war's. Warum? Um alles in der Welt. Warum? Dieser Sieburg, der war doch völlig ungefährlich für Sie. Der war ein Dreckskerl. Ein Asozialer. Der hätte dem Herrn Oberst gefährlich werden können, wenn der erst mal gemerkt hätte, um was es ging. Ich musste den Herrn Oberst schützen. Aber das kann ich so nicht mehr. Steht zur Verfügung. Tun Sie mir einen Gefallen. Stehen Sie bequem.